Dein wöchentlicher Blick in die Sterne auf Sol FM, damit du gut durch deine Woche kommst. Wochenhoroskop für die Woche vom 18. bis zum 24. September 2023. Widder. Wenn die Sonne in das Zeichen Waage wechselt, dann ist sie für die nächsten 4 Wochen an ihrer Seite. Sie schenkt jede Menge Schwung und gute Laune. Sie schaffen es auch, die anderen zu motivieren, und so geht es auch beruflich voran. Sie müssen nur ihre Chancen rechtzeitig erkennen. Bleiben Sie sich selbst treu und verlieren Sie nie Ihre Power, Ihre Tatkraft und Ihren Optimismus. Stier. Sie sind voller kreative Ideen und im Privatleben herrscht überwiegend Harmonie. Uranus deutet allerdings darauf hin, dass es auch mal hektische Phasen geben kann. Versuchen Sie dann, die Ruhe zu bewahren und auszusortieren, was nicht so wichtig ist. Mit Merkur, Jupiter und der Sonne können Sie trotz Hektik einiges auf die Beine stellen. Man bewundert Ihr Engagement und Ihr Know-how. Zwillinge. Diese Woche wird nicht ganz einfach. Merkur steht im Quadrat zu Ihrem Zeichen, da wird man sich nicht so schnell einig. Es kann Ärger, Streit und Missverständnisse geben. Auch mit Saturn wird es kritisch. Sie brauchen diese Woche viel Geduld. Lichtblicke sind Venus im Löwen und die Sonne, die am Samstag in das Zeichen Waage einzieht. So lässt die Liebe ihrem Ärger ganz schnell vergessen. Krebs. Mars steht im Quadrat zu Ihrem Zeichen und das wirft ein paar Probleme auf. Da Merkur, Jupiter und Saturn günstig stehen, stecken Sie das aber leicht weg. Sie können sich jetzt darauf einstellen und dementsprechend handeln. Gehen Sie Konfrontationen aus dem Weg und erzwingen Sie vor allem nichts. Sie würden daran eh nur scheitern. Löwe. Mars stupst Sie liebevoll in die richtige Richtung. Nur keine Panik, wenn ein bisschen mehr Verantwortung auf Sie zukommt. Das war schon lange fällig. Nun werden Ihre Talente und Fähigkeiten noch mehr gewürdigt. Die Energien von Mars machen Sie stark, das Selbstvertrauen wächst. Es gibt also keinen Grund, Ihr Licht unter den Scheffel zu stellen oder sich vor der Konkurrenz zu fürchten. Jungfrau. Die Aussichten für die Woche sind gut. Sonne und Neptun stärken Ihre Intuition und die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen. Das kann besonders im Job sehr hilfreich sein. Saturn mahnt allerdings eindringlich, öfter mal eine Schaffenspause einzulegen. Auch wenn Sie als Jungfrau belastbarer als die meisten anderen Sternzeichen sind, sich selbst zu überfordern, kann sich irgendwann bitter rächen. Waage. Sie zeigen Verständnis und einmal mehr das Talent, unterschiedliche Temperamente und Meinungen miteinander zu versöhnen. Das bringt Ihnen viele Sympathien und auch viel Anerkennung ein. In einer Welt, die immer streitsüchtiger zu werden scheint, sind Menschen wie Sie ganz besonders gefragt. Das gilt übrigens auch für das ganz Private. Venus schubst Sie in dieser Woche ins Liebesglück. Skorpion. Eine prima Woche, um im Alltag ein wenig aufzuräumen. Da gibt es sicher ein paar lästige Dinge zu erledigen, die Sie immer wieder vor sich hergeschoben haben. Jetzt geben Ihnen Sonne und Saturn die Energie, das alles nacheinander abzuhaken. Kein Wunder, dass bei so viel Aufräumarbeiten für die Liebe und große Gefühle wenig Zeit bleibt. Macht aber nichts, denn Venus ist ohnehin ziemlich schlecht gelaunt. Schütze. Mit Mars laufen Sie bei der Durchsetzung Ihrer Interessen zur Hochform auf. Sie verfügen über eine Menge Selbstvertrauen und Ihr Ehrgeiz ist ungebremst. So landen Sie mit Leichtigkeit den einen oder anderen Erfolg. Und mit Venus halten Sie auch mit Ihren Gefühlen nicht hinter dem Berg. Sie zeigen, was in Ihnen vorgeht, das macht Sie sympathisch und authentisch für Ihre Mitmenschen. Steinbock. Die Sonne, Jupiter und Neptun beflügeln Ihren Geist. Sie finden Freude daran, neue Wissenswelten zu erkennen und sich auch ausführlich damit zu beschäftigen. Einzig und allein Mars kommt Ihnen manchmal dazwischen. Er sorgt zwar für angenehme Gefühle, doch er verführt auch dazu, übers Ziel hinauszuschießen. Bleiben Sie realistisch in den Erwartungen und der Erfolg ist Ihnen sicher. Wassermann. Diese Woche bringen Sie die 2 Quadrate von Uranus und Jupiter gehörig durcheinander. Ungewohnte Zweifel verunsichern Sie. Plötzlich wissen Sie nicht mehr, wem Sie vertrauen können und wem nicht. Auch Ihre Ziele haben Sie aus den Augen verloren. Erst wenn die Sonne in das Zeichen Waage geht, kehrt wieder etwas Ruhe bei Ihnen ein. Auch Mars hilft Ihnen zeitweise über die Runden. Fische. Saturn rät Ihnen, sich realistischere Ziele zu setzen. Was können Sie in welcher Zeit schaffen? Stecken Sie die Erwartungen nicht zu hoch, setzen Sie lieber auf gemäßigten, aber stabilen Fortschritt, dann dürfte Ihnen der eine oder andere Etappensieg in naher Zukunft gewiss sein. Der Mond im Skorpion schenkt Ihnen Anfang der Woche eine besonders magische Ausstrahlung. Man kann Ihnen kaum widerstehen. Das war dein wöchentlicher Blick in die Sterne auf Sol FM, damit du gut durch deine Woche kommst. Und das aktuelle Wochenhoroskop gibt es auf der Seite www.fuerteventura.news als Video und als Podcast zum nochmal anhören.